Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Jo, es geht weiter und wir haben einiges zu tun in Sachen Terminal Expansion. Aber erst nochmal eine kurze Folgenzusammenfassung für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben. Also, wir haben erstmal unser Lager ein klein bisschen umstrukturiert. Wir haben jetzt die Erze, also nach Roherz und Barren und sowas umsortiert. So. Sieht man vielleicht schon hier die ganzen Kupferarten, Aluminium, Zinn, das ist das meiste, was hier drin ist. Und dann hier die ganzen Bitzone und so weiter und so fort Sachen. So. Weiter geht's mit ein wenig Blei. Denn wir müssen noch mal ein bisschen Blei schmelzen in Pulverizer. Und warum gehe ich jetzt da hier hin? Denn unser Raum ist fertig geworden. Und hier sieht man schon, hier sind Kabel. Die führen hier lang, hier mit diesem Steinziegelweg und laufen hier lang. So, und das läuft alles in unseren Galacticcraft-Raum, in unseren Speicherraum, wo unsere Speicherbox ist. Hier sind die Kabel angebunden und laufen Richtung Raum. So. Ich habe es extra hinter der Speicherbox gemacht. Für die Leute, die schlau sind, wissen es. Hier wird ja die Energie gespeichert, so von der Solaranlage. Und das Gespeicherte wird ja dann später in die Maschinen eingespeist. Über die Kabel. So, das Kabel ist aber schon aus dem Dings raus, deswegen wird es hier erst abgefangen und nicht hier. Ist eigentlich ganz logisch. Für die Leute, die wissen, was es wirklich macht. Ich mache hier gerade mal ganz kurz das hier mal weiter. Wir haben fast kein Holz mehr. Das ändert sich auch jetzt mal. Ich gehe mal ein bisschen Holz fällen hier. So, das sind die ganze Zeit irgendwie Strompartikel und so. In der Zeit schmeißen wir schon mal unseren Pulverizer an. Oder wir machen was anderes, denn wir haben nämlich auch eine neue Maschine, nämlich den Induction Smelter. So, den kann man hier auch nutzen. Mit dem, man muss immer zwei Sachen zusammen machen, zum Beispiel ein Zinnober und ein Bleierz. Kann man mal hier mal gucken, ein Zinnober kriegst du aus einem Redstone-Erz. Aber du kannst halt den Induction Smelter für was anderes verwenden. Ich schau mal kurz, was du da ganzes mit machen kannst. So, man kann dann innerhalb der Maschine. Okay, das ist ein bisschen doof gemacht. Wir gehen mal wieder zu unseren Kabel. Die Kabel sind nämlich Leadstone, Energieleitungen. Und die werden ausgecraftet aus 6 Redstone, einem Glas und 2 Bleibarren. Deswegen das Blei. So, der kommt mal hier rein. Hier wird total wenig Energie gemacht. Das liegt daran, dass es gerade Nacht ist. Und der gerade hier von der Speicherbox nimmt. Das werde ich jetzt immer ganz schön ändern. Kriegt dann nochmal schneller Strom. Ist aber ganz schön schöner. So. Also ich ziehe mal ganz kurz. Seht ihr gerade nicht? Doch, das habt ihr gerade kurz gesehen. Ich hoffe mal, dass es nicht gestört hat. Nee, nicht das Essen, sondern hier die Zuckerkohle. Die will ich mal machen. Die Zuckerkohle, die wird gleich verwendet, denn ich hole mal unseren weiten Dynamo mal wieder, denn anscheinend reicht das nicht, was wir gerade hier an Energie haben. Unsere Terminal Expansion Maschine wird ja halt zusätzlich da reingemacht, kann man ja auch so sehen. Nehmen wir das hier mal raus und stecken unseren Dynamo, wo sind denn unsere Wasserleitungen? Hier. Dann würde ich ganz gerne die Wasserleitung hier lang verlegen. Hinter den Maschinen lang. Und dann da hinten dann den hinzumachen. So, hier, also ungefähr würde ich den gerne machen. So, machen wir nochmal unseren kleinen Gehgang hier. Und dann holen wir gleich mal unsere Wasserrohre raus. Muss gleich mal gucken, welche Rasse Wasserrohre das denn sind. So, ein deutsches wieder. Super. Das ist ein Pflaster. Okay. Schauen wir mal oben. Ob wir oben noch welche haben.
7 Stück. Gut. Laufen wir mal ganz schnell. So und so. Hätte eigentlich einen anderen Weg nehmen können, aber egal. So. Das ist nicht so doll. Na egal, machen wir das so. Ich habe jetzt auch diese Skype-App, was in der letzten Folge oder in den letzten Folgen so genervt hat, einfach deinstalliert. Das heißt, sie wird auf jeden Fall nicht mehr angezeigt werden. So. Ich spiele ja auf Windows 8.1 und da sind ja diese ganzen Apps drauf. Ist halt nervig. So, wir brauchen jetzt immer Pflasterstein, Wasserrohr. Dazu brauchen wir nochmal die Dichtung. Aber die haben wir nicht mehr. Wir haben aber Kakteen und dann holen wir uns mal die Kakteen ab. Die müssen wir mal brennen oder so, weil so war das. Zack. Hier Kaktusgrün und damit kannst du irgendwie Dichtung machen. Ist das nicht so gewesen? Hier. Discs kannst du machen, okay. Hier. Nee. Hä? Dichtung. Wie geht denn die Dichtung? Dichtung. Wie geht denn die? Ach, man muss es nicht mehr brennen. Okay. Ganz easy. Easy. Sorry, Leute. Sorry für mein Denken gerade. Ist hier noch was drin? Nein. So, wir müssen gleich nochmal Holz farmen. Aber zuerst schmeißen wir hier unseren Kaktus rein. So, wir gehen mal ein bisschen Holz farmen. Und das machen wir mit diesem Baum da hinten. Der eignet sich gerade super geil dafür. Unsere Axt wird dann leiden. So. Dafür haben wir jetzt aber ganz schön viel Holz. Yay! Yay! So. Hier liegt überall noch was. Das ist total verbuggt hier auf der Raketenwerkbank. Warte mal. Muss ich die jetzt abbauen oder was? Nee, warte, das geht einfach. So, ja. Yay. So ein paar Saplings und direkt wieder einen hinsetzen. So. Hier oben müsste eigentlich auch nochmal was sein. So geht's schneller. Und dann werfen wir das Eichenlaub nochmal weg. So. Ganz easy, ganz chillig. So, das können wir als Verbrennungsmittel benutzen. Können wir generell. Oh, ich hatte doch noch. Ach, egal. Das können wir als Verbrennungsmittel benutzen. Für unsere Dynamos. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich schlau. Dann hier 12 Kaktusgrün. Und Leitung. Pflasterstein Sport. Sportrohr, genau. Nee. Mal ein bisschen Glas, mal ein bisschen hier. Bisschen Konzentration hier. Bisschen. Ach so, ist falsch gemacht. So, 8 Stück reichen. So. Und dann hier. Machen wir hier. Rohr draus. Das funktioniert aber nicht. Wieso funktioniert es nicht? Ach so, wir müssen erstmal die Dichtung daraus machen, die schlau. Da. Und dann jetzt hier. Zack. So, Dichtung kommt hier rein. Und dann haben wir unsere Rohre. Das ist wahrscheinlich Wasser rein. Wasserrohr. So. Und dann schauen wir nochmal, wie wir das hier machen. Genau. Dann kommt unsere Dynamo hier hin. Hier mit Wasser versorgt. So, da füllt sich schon auf. Und dann kommt der für uns. Oder stellen wir das anders auf? So sieht das irgendwie scheiße aus. Nee, doch, so sieht das gut aus. So macht man dann unsere Käbelchen. Die wir auch hier hinten rum verlegen. In unser System rein. Hier müssen unsere Kabel irgendwo sein. Wo sind unsere Kabel? Da sind sie doch. Gut. Und das dann hier.
verlinken wir auch direkt hier Kabel und Wasser direkt in einen Kanal. So. Dann wieder schnell zumachen. Ja. Sieht erstmal so scheiße aus, aber egal. Können wir hier wieder zumachen. Und dann, ja. So. Weiter geht's. Ich will gar nicht so lange quasseln, denn ich will da hier nochmal ein bisschen Strom produzieren. So, dann kriegt die nochmal ein bisschen mehr Strom hier. Das ist doch schön. Ich wollte jetzt ein bisschen weitermachen. Ich wollte mich unseren zweiten Ofen craften. Ofen. So, da ist das schon. Nehme ich den nicht in den Ofen. Ich werde die Ofenkartoffel. Nicht den elektrischen Ofen, sondern den Redstone-Ofen. So, zwei Ziegelsteine brauchen wir dafür. Haben wir noch Bricks. Bricks. Ja, haben wir. Okay, da haben wir noch einen übrig. Haben wir denn noch... Lehm? Ja, 64. Gut, dann schmeißen wir das nochmal direkt in unseren Ofen rein. Dann haben wir nochmal ein bisschen Lehm. Oder halt 32, so. Craften wir direkt mal ein paar... Oh, es fehlt ein paar. Ja, zum Glück habe ich ja Lehm jetzt reingeschmissen. Hier, Kaktusgrün kann erstmal da drin bleiben. Das juckt mich nicht. So. Zack. Und zack. So, zwei Ziegelsteine haben wir. Eine Rezeptionsspule. Tja, was für ein Wunder bei Terminal Expansion. Wow. So, da brauchen wir ein bisschen Gold. Ich habe das extra ins Inventar gelassen. Nehmen direkt schon mal Eisen raus, nehmen direkt schon mal Redstone raus, nehmen direkt schon Glas raus. Glas da. Haben wir schon im Inventar gehabt. Und dann craften wir erstmal die Rezeptionsspule. Zack, zack, zack. So, eine reicht. So, dann machen wir direkt den Maschinenrahmen. Ein. Und dann brauchen wir noch Redstone und Kupfer. Das müssen wir eigentlich alles haben. Da zwei Kupfer. So, dann gehen wir unsere Workbench und machen unseren neuen Ofen. Das kommt da alles wieder rein. Zack. So. Und dieser Ofen, der wird nämlich jetzt auch bepowert. So. Und so. Stecken wir da nochmal ein bisschen rein. Damit der auch nochmal aufgefrischt wird. Das verbraucht total schnell, aber das ist auch sehr effizient. Diese Kabel kommt aber auch so viel. Das ist einfach. Ich hätte die von Anfang an machen sollen. Ich schlau. So. Brauchen wir mal nicht so viel hier. Wir wollen nochmal ein bisschen behalten. So, jetzt haben wir unseren zweiten Ofen und dann müssen wir hier nicht mehr die ganze Zeit an unseren Ofen hier ran, der nämlich jetzt schon leer ist. Sondern wir können an den hier ran. Der auch viel mehr Energie hat. So. Das Problem ist jetzt, dass wir so viele Items haben. So viele Items bedeuten Müll. Hier kriegt man Sachen raus. Hier kriegt man Sachen raus. Da und hier. Und um das zu beheben, wollte ich ein Lagersystem quasi so machen. Das ist ja eigentlich gar nicht so einfach. Du musst eine Truhe daneben setzen. So, machen wir das mal so. Und da kommen da jetzt Ziegel rein. So, das scheint aber einfach. Haben wir aber den Platz dafür? No, wir haben nicht den Platz dafür. Das ist ein Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir noch einfach hier drunter eine Truhe. Heißt für uns, wir machen hier eine Truhe hin. Erstmal hier das Wasser weg. So. Dann haben wir hier eine Truhe hin. Oh, hier ist nochmal Zinnerz. Oh, yay. Zinnerz gefunden. Und Eisen. Oh, das ist geil. Ein Eisen. Yay. Machen wir das da hin. Die Truhe kommt dann da unten rein. Und dann sage ich dann, die Truhe, also hier das Fertige, das Rote soll nach unten. So. Gelb. Ne, hier, rot soll nach unten. So, dafür brauchen wir erstmal ein paar weitere Truhen. Machen wir mal ein bisschen hier.
Zack. So. Das reicht. Dann kommt aber auch, wir müssen es so machen, dass man sie auch öffnen kann. Das heißt, wir müssen es so machen und dann eine Leitung dahin machen. Toll, eine Leitung. Ja, haben wir denn noch Leitung? Haben wir noch irgendwo denn so Transportrohre? Ich leg mir mal schlafen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo noch Transportrohre haben. Haben wir Transportrohre noch? Da, Steine. Schön. Die müssten dann eigentlich das dann dahin führen. Ich lege jetzt mal quasi zum Test das mal da rein. Das geht jetzt zwar nicht, aber... Ah, das ist gerade schlecht zu zeigen. Machen wir das mal hier. Auch dasselbe Spielchen. Hier das Wasser mal zu. Das nervt eh nur. Mal ganz schön mal was essen. Zack, 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 zack. So. Dann müssen wir hier daneben die Truhe machen. So. Dann haben wir zack. Dann haben wir die Truhe. So. Das Problem ist, dass es jetzt eine ganze Truhe ist. Deswegen müssen wir jetzt eine Redstone-Truhe daraus machen. Wie machen wir denn eine Redstone-Truhe? Redstone. Redstone-Truhe. Ein Haken, wie geht der? Okay, der ist easy. Gehen wir an eine Workbench und dann haben wir den. Ne, haben wir nicht. Wieso nicht? Was ist denn da drin, was wir nicht haben? Ach so. Klar. Zack. So. Nehmen wir uns mal einen raus. Haben wir zwei Stück. Und dann verbinden wir das mal. So. Und die Truhe auch. Verbinden wir das mal. Haben wir wieder eine. Redstone. Ach, das ist die. Ich schlau. So. Jetzt haben wir zwei Stück davon. Die wird dann dahin gesetzt und die hier wird dann dahin gesetzt. So, dann müssen wir noch die Rohre dahin packen und dann ist es eigentlich schon fertig. So. Am Anfang sieht's einfach aus, aber das ist ziemlich doof mit dem Nehmen. Deswegen hier Zinn muss hier weg. Hier für den Raum hier. Das sieht nicht gerade toll aus. Sieht scheiße aus, nicht zu geben. Aber kann man nichts gegen machen. So. Unsere Quarzschaufel ist auch bald den Geist auf. So. Und dann können wir jetzt hoffentlich, wenn wir sagen, dass unten orange wird, das hoffentlich transportiert. Ja, orange. Hat einer keine Energie mehr? Ah, deswegen. Ja, backt nicht rum hier. Du hast keine Energie mehr. Das wird sich jetzt schnell ändern. Hauen wir mal ein bisschen Holz da rein. Und hoffentlich klappt das jetzt. Ne, klappt nicht. Doch, es klappt. Perfekt. Gut. Dann stellen wir hier auch ein. Rot und hier... Rot. So. Dann geht das alles da runter und dann können wir hier unsere Sachen abfangen. Perfekt! So. Und das mit dem Dampf machen wir noch Sorgen. Wir müssen bald nochmal farmen gehen, müssen Kohle sammeln. Wir haben keine Kohle mehr, haben keine Brennmaterialien mehr. So. Dann machen wir hier. Dann machen wir das hier. Dann brauchen wir ein rechts Reststeinziel dafür. Machen wir mal hier ein bisschen Stein. Auch noch ein bisschen hier den Gang schöner. Für die letzte Minütchen. So. Und dann würde ich auch sagen, was war es da für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was euch fehlt. Das ist ganz wichtig. Ja. Das war's dann, ne? Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.